Cybermobbing, Fake News und digitaler Stress. Phänomene, unter denen bereits Kinder und Jugendliche leiden. Auch der Fünftklässler Simon an der Essener Gesamtschule Borbeck ist betroffen. Wie er haben bereits mehr als 2/3 der 11-Jährigen in Deutschland ein Smartphone. Ich krieg häufig am Tag 1000 Nachrichten in der Gruppe, in der We Like Pizza Gruppe heißt die, von unserer Klasse. Und ja, das stört mich dann auch schon. Was tun, wenn ich kompromittierende Fotos bekomme? Wie lange sollte mein Smartphone täglich eingeschaltet sein? Den Fragen der digitalen Welt stehen viele Eltern und Lehrer hilflos gegenüber. Hier kommt das Programm Medienscouts der NRW-Landesanstalt für Medien ins Spiel. Schüler werden ausgebildet, um Mitschüler über die Gefahren des Internets aufzuklären. Das heißt, pro Schule werden 4 Medienscouts, meistens so im Alter von 15 Jahren, ausgebildet. Und diese 4 Medienscouts schulen dann alle anderen Mitschülerinnen und Mitschüler der Schule. Das heißt, das ist eine Ausbildung oder eine Schulung auf Augenhöhe. Es ist quasi Unterricht durch Gleichaltrige und im Endeffekt auch durch Expertinnen und Experten der Lebenswelt. Wir sind halt auf dieser selben Ebene. Wir sind ebenfalls Schüler und ich glaube auch, dass wir zu denen dieses Kumpelverhältnis aufbauen können, was dann halt auch definitiv zum Lernen beiträgt. Unterricht auf Augenhöhe. Das Programm Medienscouts wurde von NRW in 10 weitere deutsche Bundesländer übertragen. Im Unterschied zum europäischen Ausland, wo Medienkompetenz weiter von Lehrern vermittelt wird.